bis 16, gell? Ich habe keine Ahnung. Sag. Ja. Okay, jetzt. Willkommen, liebes Bowling-Universum. Wir schreiben heute den 16. November 2021 und heute geht's, wie euch versprochen, erneut auf die Max Munich Bowling nach Brunnthal. Und dieses Mal ist es soweit. Jawohl, nach über einem Jahr wird dieser Storm Hyrod X in 15 Pfund endlich von Mr. Schlitzauge getestet. Wir wissen es, es gab ja schon zwei Videos mit dem 14er Ball, den er inzwischen auch abgegeben hat. Ein wirklich grandioser Bowlingball von Storm, also den Hyrod X kann ich sehr empfehlen natürlich. Also, ja, und vor drei Jahren hat er, wie gesagt, ungefähr seinen ersten Hyrod X gespielt. Am November 2018, der Coach Fritz, da lief es nicht so gut, glaube ich, 125 zu 126. Das Video könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, aber jetzt geht's erstmal auf die Bowlingbahn. Ich hoffe, es läuft dann besser wie vor drei Jahren mit diesem neuen Hyrod X. Also viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Tschüss, bis dann. Ja, liebes Bowling-Universum, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und wie gerade angekündigt, wird heute Mr. Schlitzauge nach über einem Jahr, hat er ja schon diesen Ball, diesen Hyrod X oder seine Fittichen, kommt dieser heute endlich zum Einsatz. Jawohl, er ist noch nicht gerissen oder geplatzt, denn den 14er Ball hat er ja abgegeben. Jetzt schauen wir mal. Oh, Löcher sind okay, denke ich. So, welche Bälle kommen heute mit? Das ist die Frage. So, Hyrod X habe ich eingepackt, den Storm Ice natürlich. Dann habe ich den Pitch Purple, der ist auch noch nicht getestet worden, der neue. Dann den Forge Fire, lange nicht mehr mitgenommen. Und den Trident Abyss im 14 Pfund. Es kann natürlich auch sein, dass dieser demnächst auch abgegeben wird. Ich weiß es noch nicht. So, ein Ball, für einen Ball habe ich noch Platz. Welchen nehme ich denn mit? Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Nehmen wir mal einen mit, den ich schon länger nicht mehr dabei hatte. Na komm, scheiß drauf. Hyper Self-Used. Lange nicht mehr dabei gehabt. So. Dann haben wir es soweit. Ich nehme euch dieses Mal heute mit auf die Fahrt. Denn wir fahren nach Brunnthal jetzt mit dem Auto, gleich in wenigen Minuten. Und wir sehen hier, die Regale sind ziemlich voll. Also ich habe keinen Platz mehr für neue Bälle. So, ich will auch nicht mehr viele Bälle kaufen. Allerdings fahren wir jetzt gleich zum Ikea. Der ist nämlich in der Nähe von dem Bowling Center. Vom Max Munich Bowling. Und da soll hier noch ein kleines Regal reinpassen für fünf weitere Bälle. Und dann ist Schluss. Also, wir sehen uns gleich wieder auf der Autofahrt. Also, oder bis auf dem Weg dahin. Also, bis gleich. Und jetzt. So, liebes Bowling-Universum, jetzt geht's Richtung Brunnthal, aber erstmal zum Ikea. Wie gesagt, ich brauche noch ein Billigregal für die Bälle. Der Platz schon aus allen Nähten. Es ist halb zwei, um drei geht's Bowling los. Sollte also machbar sein. Ist die Aufnahme zu nah oder geht's eigentlich? Hallo! Corona. Mit Sicherheit. Deswegen. FFP2-Maske tragen, ganz wichtig, das schützt und impfen lassen natürlich. Wie gesagt, 2G bereits. Ah, es wird ausgeweitet natürlich, ich bin dafür. Impfen, das schützt gegen den Virus, gegen die Pandemie. Nein, Spaß. Wie gesagt, ist mir scheißegal. Hauptsache ich kann Bowling spielen. So. Solid Song. Was sind
gleich da. Ja, fahr mal drauf. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel los. Die FFP2-Maske ist unerlässlich heutzutage. Muss das sein? Immer diese Schlitzaugen. Muss denn das sein, diese Schlitzaugen hier in Deutschland? Haben wir nichts verloren? Wir haben nichts verloren hier. Die Bambusratten. Ja. Jawohl, es hat geklappt. Ich bekomme gerade vom Ikea. Ich habe knappe 10 Minuten vielleicht gebraucht. Nun bin ich wieder da. Also der Billigregal in Weiß ist vorrätig. War viel zu schnell, jetzt habe ich noch viel Zeit. Wie spät haben wir es denn? Da hinten die Jochen Schweizer Arena. 14:32. Wahnsinn, also es passt doch alles rein, wunderbar. Schauen Sie! Ja, die andere Tasche ist jetzt vorne. Wie gesagt, die Rücksitzbänke muss ich vorklappen. Aber alles drin. Also, wir sehen uns dann gleich wieder vor dem Bowling. So, nur wenige Augenblicke später, jetzt sind wir gleich da. So muss es sein. Ja, jetzt fahren wir rein, es ist erst 37, dann geht es wahrscheinlich erstmal mal zum McDonald's. Pommes Frites holen. Ja, meine Pommes geholt. Bei McDonald's. Und das Kuriose ist, ich habe nicht gewusst, dass man auch einen Impfausweis vorzeigen muss, auch wenn man nur die Pommes mitnehmen möchte, beziehungsweise egal was man mitnehmen möchte. Selbst da muss man den Impf- oder genesenen Nachweis vorlegen. Wusste ich nicht. Also ich dachte nur beim drinnen essen. Und noch so viel dazu. Jetzt gehen wir nochmal zum Auto und holen die Taschen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es auf der Bahn weitergeht. Also bis gleich. Dem Fitnessstudio, weil auch letztes Mal noch dass der Start 2G, aber keine Maskenpflicht mehr, haben sie jetzt wieder geändert mit Maskenpflicht. Mit FFP2 wieder. Trennwand, deswegen kann die Kamera auch besser filmen. Ja. Und dieses Shirt, ganz spezielles Shirt, wir wissen es, vor 3 Jahren, als es das erste Mal das Hyrule X Video gab mit Coach Fritz, hat er das gleiche Shirt getragen. Heute wieder der Hyrule X getestet, der neue 15. Aber natürlich nicht mit der GoPro, sondern mit der normalen Kamera, sage ich jetzt mal. Vor 3 Jahren. Das ist ganz spannend, ganz schön. Liegt halt. Nicht schlecht. Aber der Band ist heute normal für mich getestet. So, schauen wir mal den alten Trident Abyss. Habe ich ja nur 1-2 Wochen vor dem alten Hyrule X bekommen. Das ist natürlich da.
So, jetzt versucht ihr mal den Prinz zu räumen und dann gibt es den ersten Wurf mit dem neuen Pyrod Ecstasy. So, jetzt, liebe Kollegen Universum, ich hoffe, er läuft so gut wie der alte. Zurück mit den Namen. War zumindest ein nicht so gut, aber gut, ein Strike ist ein Strike, sag ich jetzt mal. So. Also, der Katastrophe heute. Im Schnitt ja nach 16 Spielen 185. Okay, sag ich mal. Aber was ich knapp gelebt habe, was knapp gelaufen ist. Ich habe erstmal den Challenge versucht, Abyss. Lief ganz gut und dann gar nichts mehr. Dann will ich nochmal Pyro X wechseln. Lief das erste Spiel wieder gut. Dann wieder gar nichts mehr. Wie gesagt, 16 Spiele. Nee, zum Vergessen. Also, das war's von heute. Scheiß drauf. Bis wieder. Ciao, schönen Abend. Einfach. Gekommen, habe ich mal einen ziemlichen Schrei rausgelassen. Das ist Katastrophe. Ich habe ernsthaft echt keinen Bock mehr auf diese Filmerei. Ich möchte lieber eben 1-1 gegen jemanden spielen. Das ist eine Filmerei, ich kann langsam nicht mehr. Ein halbes Fuß habe ich auch mal hergenommen. Lief ganz gut, aber ich hatte halt keinen Platz mehr für ein Video dazu drehen. Wenn ich ein Video gedreht hätte, wäre es wahrscheinlich wieder scheiße gelaufen. Ja, das Video mit dem Hyrule X wird es natürlich geben, keine Frage. Der Vlog ist noch nicht vorbei, allerdings geht es erst dann morgen weiter. Da wird man sehen, wie der Schrank von Ikea, der Billy, aufgebaut wird und dann das Endresultat sozusagen. Ciao, schönen Abend. Ja, das werden wir dann morgen erst sehen. Also, bis morgen. Schönen Abend. Ciao. So, willkommen, liebes Bowling-Universum. Heute ist schon der nächste Tag. Jetzt wird ein weiterer Billy-Schrank aufgebaut, den ich mir gestern geholt habe beim Ikea. Wir haben es ja gesehen. Da soll das erweitert werden, dieses Bowlingregal. So, das ist das vorzeitige Endresultat für heute. Wie gesagt, mit einem faden Beigeschmack. Und was ich noch ankündigen wollte, gestern war ja das Video mit dem Hyrule X, mit dem neuen. Und jetzt habe ich bestimmt schon 12, 13 Videos, was noch unveröffentlicht ist, mit Bowling Bell, die getestet wurden von Mr. Schlitzauge. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause, denn wenn ich jetzt halt alle jede Woche einmal ein Video hochlade, dann sind wir Mitte Februar ungefähr, bis alle veröffentlicht wurden, deswegen brauche ich mal eine kleine Pause. Es macht auch im Moment nicht so viel Spaß, Bälle zu testen. Die letzten Bälle, die gut waren, war Rubicon, The Zen, ich glaube Fast Pitch war gut und Nuclear Cell oder Pride, aber die restlichen, es hat einfach keinen Spaß gemacht, auch wenn die Resultate letztendlich ganz okay waren. Also, das war es erstmal mit diesem Vlog. Also, vielleicht gibt es dann in nächster Zeit mehr Vlog-Videos zu sehen auf diesem Kanal. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.